Genau. Ich habe mir überlegt, ich rede mal darüber, wie man quasi dafür sorgt, dass, wenn man hier sitzt, man nicht am Sonntagmorgen feststellt, dass einem noch was ganz, ganz Wichtiges fehlt, und gebe euch so ein paar ganz klassische Tipps, wie man das irgendwie hinbekommt. Hallo Millionen Leute im Stream und den drei hier im Saal. Genau, einmal kurz, was ich sagen will, ist quasi Team, was heißt denn das eigentlich? Einmal so aus dem echten Leben, wie das außerhalb von Hackathons funktioniert, falls ihr mal irgendwann Programmierer werden wollt. Dann, wie man Arbeit, die unmöglich groß erscheint, so klein macht, dass man sie abarbeitet und dass man sie organisiert. Wie man darin immer besser wird. Das kriegen wir vielleicht auch noch hin, dass man das während des Hackathons hinbekommt. Und ganz konkret, was ihr jetzt tun könnt und was ihr jetzt machen könnt, heute, jetzt noch, damit es bei diesem Jugendhack besser funktioniert. Also Team, welches Team eigentlich? Das ist mein Team, das ist tatsächlich ich bei der Arbeit. Ist nicht jeden Tag so, aber schon öfter. In so einem Team sitzen normalerweise Entwickler, das ist klar, so eine Entwicklerin, die schreibt den Code und entscheidet, wie das gebaut wird, sagt also so grob, na, für das benutzen wir mal Java und für das benutzen wir das. Vermutlich sind viele hier, würden sich auch als Entwicklerin bezeichnen. Designerin, klar, die findet irgendwie raus, wie es aussehen soll, dürfte auch noch klar sein, aber vor allen Dingen auch, wie es funktionieren muss, damit die Nutzer das irgendwie gut finden. Weil hilft ja nicht, wenn man das irgendwie die schönste technische Lösung gebaut hat, die aber dann aber leider keiner bedienen kann. Dann häufig gibt es eine Rolle, die nennt sich Quality Assurance, QALA oder auch gerne Koala. Testet halt und schaut, dass es funktioniert. In einem Hackathon vielleicht nicht ganz so wichtig, aber man sollte es ab und zu mal machen. Und in so einem normalen Entwicklerteam gibt es dann auch noch so einen Product Owner. Das ist was ich so beruflich mache. Es bedeutet quasi, man redet mit allen, die da drüber stehen, und mit allen, die diese Software irgendwie benutzen wollen, sei das Kunden oder auch interne Menschen, die daran arbeiten. Zum Beispiel, man nennt sie dann häufig Stakeholder, hat allerdings nichts mit dem Fleisch zu tun, sondern die haben einen Anteil daran und probiert irgendwie das zu bauen, was alle brauchen. Ich glaube, der wichtigste Teil, was man irgendwie bei Arbeitsorganisationen lernen sollte, ist, dass man Arbeit kleiner machen muss. Wenn ich euch jetzt sagen würde, hallo, willkommen bei Jugendhack, mein Projekt ist, ein Auto auf den Mond zu schießen, dann guckt ihr alle mal so, okay, ja, dann bauen wir jetzt mal ein Auto und das kommt dann schon irgendwie auf den Mond. Es ist halt ziemlich unmöglich, von Anfang an zu sagen, ah, was brauchen wir denn alles, um ein Auto auf den Mond zu schießen, und das ist irgendwie so ein Riesenberg und niemand weiß, wie man auf oben drauf steigen soll. Und um das anzugehen, organisiert man sich. Das Einfachste ist, wenn man was Neues baut, ist es am Anfang immer viel zu groß, wie schon gesagt, und die Arbeit sollte man dann anfangen, in kleinere Aufgaben runterzubrechen. Das heißt, ich fange nicht an mit, wir bauen jetzt mal ein Auto, sondern zum Beispiel, als erstes sollten wir rausfinden, gibt es schon eine Rakete, die das kann, oder müssen wir eigentlich eine Rakete bauen? Und dann, okay, ich weiß jetzt, es gibt keine Rakete, wir sollten mal so eine Rakete bauen. Dann ist vielleicht die nächste Aufgabe, ja, find mal raus, wie groß die Rakete sein muss. Und solche Geschichten. Alles kleine Aufgaben, die man auch tatsächlich erledigen kann, wo man sagen kann, ah, die ist erledigt, die ist fertig. Und die man in einer Zeit schaffen kann, die irgendwie realistisch ist. Realistisch ist immer so ein bisschen fraglich. Häufig ist das so eine Woche in den meisten Teams, in manchen zweien, aber das ist so etwa die Größe, die es sein sollte. Diese Aufgaben werden dann festgehalten. Früher hat man das mit Zetteln gemacht, heute macht man das ganz häufig online in irgendeinem Tool, die heißen dann Jira oder GitHub Issues oder irgendwie so etwas. Ist aber im Prinzip egal. Das Wichtige ist, dass man, wenn man sich einmal darauf geeinigt hat, was man denn so machen sollte, dass man es einmal aufschreibt, alle zusammen, und dann zusammen überlegen, was müssen wir denn als erstes machen und was müssen wir als danach machen. Das nennt sich Priorisieren. Und wenn man das gemacht hat, sollte man immer wieder kurz darüber reden, was man denn gerade arbeitet und woran es hakt. Eigentlich ganz einfach, man nennt das übrigens Stand-up. Man muss dafür nicht wirklich aufstehen, aber es hilft, weil dann kommt mal wieder so ein bisschen Blut in den Kopf. Einfach mal, bei mir im Team wäre es einmal morgens, jeden Morgen hinstellen und sagen, hey, ich arbeite gerade daran und das läuft so und so gut und ich bräuchte da und da Hilfe. Das
Und ich arbeite, und der Nächste sagt dann, ja, ich arbeite gerade an dieser Aufgabe und übrigens, das geht alles viel schneller als gedacht, ich kann dir also gleich helfen. Solche Sachen zum Beispiel. Und dann nimmt man am besten diese Zettel oder einen Monitor und macht das Ganze sichtbar. Und das ist, nennt man dann Kanban. Kanban ist japanisch, es kommt eigentlich aus dem Automobilbau, aber im Prinzip heißt es, ich ziehe mir immer die Arbeit, die ich machen will, und sorge dafür, dass nicht jemand mir die Arbeit gibt und ich dann so einen Haufen da liegen habe und keine Ahnung hat, was ich machen soll, sondern ich kann mir selber meine Arbeit immer wieder nehmen. Und das wären diese Aufgaben. Also in eurem Fall, ich habe jetzt so ein Post-it, auf dem steht, ich baue mir mal eine Mondrakete, keine Ahnung, Entwurf Motor, das hängt dann links in To-Do, und wenn ich fertig bin mit meiner aktuellen Aufgabe, denke ich mir, ach ja, so einen Motor entwickeln, das kann ich, das ziehe ich mir mal in Doing und schreibe da noch meinen Namen drauf, und wenn ich fertig bin, ziehe ich das in Done. Und wenn man das getan hat, redet man einmal die Woche und probiert einfach immer besser zu werden. Also zusammen regelmäßig darüber zu reden, wie es letzte Woche gelaufen ist oder wie es gestern gelaufen ist und was wir besser machen können. Und dann einigt man sich eigentlich nur noch darauf, was man besser machen kann und was wir verändern. Das ist quasi die Theorie in möglichst wenigen Buzzwords ausgedrückt. Aber wie hilft euch das jetzt? Was könnt ihr jetzt machen, damit ihr jetzt, heute bei Jugend Hackt besser arbeiten könnt? Eigentlich ganz einfach. Einmal am Anfang, beziehungsweise der Anfang ist ja jetzt schon 2 Stunden her, aber ihr könnt es jetzt auch noch machen. Einmal alles, was ihr jetzt denkt, was ihr so machen solltet, um euer Projekt fertig zu bekommen, nehmen und aufschreiben. Und zwar in Aufgaben, die man in maximal 2 Stunden erledigen kann. 2 Stunden ist relativ viel. Ihr könntet das auch für 1 Stunde machen, je nachdem, wie euer Projekt so ist. Aber 2 Stunden halte ich für realistisch. Und dann steht ihr alle 2 Stunden einmal auf, schüttelt euch, läuft vielleicht einmal um den Tisch und dann überlegt ihr euch, dann sagt jeder einmal, an was er gerade arbeitet, wo er Probleme hat oder sie und wo er vielleicht Hilfe braucht oder wo er vielleicht einen Mentor fragen sollte, und dann wissen die anderen schon mal, an was man arbeitet, und keiner sitzt da vor sich hin und hackt so einsam und am Ende hat er vielleicht was Falsches gemacht oder keiner weiß, dass eigentlich schon jemand anderes eine Aufgabe macht und dann wird Arbeit doppelt gemacht. Das kann man damit ganz gut verhindern. Und diese Aufgabenzettel, wie gesagt, sichtbar machen. Ein Beispiel könnt ihr im ersten Obergeschoss sehen. Wir haben es einfach an die Fenster geklebt. Ganz einfach, dann kann man es immer sehen. Ihr könnt es auch bei euch auf den Tisch kleben, wenn ihr gerade mal kein Fenster zur Hand habt. Hauptsache, alle wissen, welche Aufgaben noch anstehen und können sich selber quasi sagen, ah, die Aufgabe kann ich erledigen, dann ist das schon mal durch und wir kommen weiter. So, das war's. Danke.